Neben mir der Veranstalter Christopher Bob Roberts von Combat Komplett. Christopher, jetzt heute die 8. Ausgabe von Combat Komplett. 3 Titelkämpfe, mit einem hast du Pech gehabt, der Michael Böbner ist krank geworden. Aber ich habe schon gehört, dass du dich trotzdem wirklich sehr, sehr gut um die ganzen Kämpfe auch gekümmert hast. Und wie glücklich bist du eigentlich? Heute wieder proppenvoll alles gewesen, gute Stimmung gewesen, schöne Kämpfe, 3 Titelkämpfe, aber auch, wie gesagt, auch wieder ein paar Newcomer. Ja, du bleibst deinem Konzept, glaube ich, treu, oder? Ja, wir haben ja das letzte Mal in November darüber gesprochen. Mhm. Du hast gefragt, was ich mir vorhabe. Mhm. Und ich habe gesagt, ich wollte mehr Titelkämpfe veranstalten. Mhm. Ich wollte Kämpfe aus der German Top 10 holen. Und jetzt mit Abu hätten Cengiz gehabt. Leider konnte Michael nicht kämpfen. Mhm. Aber Stefan Putz zum Beispiel. Ja. Hat gerade seinen Titel bei Superior gekriegt und jetzt hat er seinen 2. Titel. Mhm. Also wir gehen genau in diese Richtung. Öfters veranstalten, wir werden die Top 10 Kämpfer zu euch bringen und ja, wie du sagst, es funktioniert genau, wie ich das geplant habe. Ja, also wie gesagt, dein Konzept geht auf. Ich meine, Stefan Pütz hat ja auch noch letztes Jahr bei uns hier den Grotten & Pound Award gewonnen als bester Neuling. Also hast dir wirklich gute Leute hier hingeholt, wirklich tolle Kämpfer und bist aber immer noch den Nachwuchs so ein bisschen am Fördern, ne? Ja, ich war wirklich extrem überrascht mit dieser Free Martial Arts Team aus Kaiserslautern. Die kamen rein, mhm. zum Beispiel, die haben gegen RFS Team gekämpft, mhm. Carlson Gracie Germany, und trotzdem am Boden haben die sehr gut gekämpft. Mhm. Und das finde ich ja cool, wenn ich jemanden finde, niemand kennt der Kämpfer, niemand kennt das Team, und dann kommen die raus und die leisten sowas wie heute Abend von der Kaiserslautern Team. Das finde ich ja wirklich cool. Ich bin stolz, die gefunden zu haben, und ich freue mich, die wieder zu haben, definitiv. Ja, du hast ja auch einen richtigen Krimi als Titelkampf. Stefan Pütz gegen Jerry Nelson, der sich ja am Boden wirklich so unglaublich gute Escapes gemacht hat. Es war eine richtige Schlacht am Boden. Wie glücklich bist du eigentlich, wenn du so auch technisch schöne Sachen in deinen Kämpfen siehst? Ich finde das total cool. Weil ich dachte, das wäre ein typischer amerikanischer vielleicht Ringer, mhm. gegen einen typischen Muay Thai-Kämpfer, der zu MMA übergegangen ist. Mhm. Und was Stefan heute am Boden geleistet hat, der Jerry hat nicht aufgegeben, der Jerry ist ja natürlich top, er gibt einfach nicht auf. Mhm. Aber es hat ausgesehen, als hätte der Stefan jede Seite, wie er gewollt hätte, mhm. einfach auf seinen Rücken kommen können. Mhm. Und das hätte ich wirklich nicht erwartet. Er hat sich wirklich sehr viel verbessert in der letzten mhm. Zeit. Und für jemanden, der nur seit einem Jahr kämpft, ist es atemberaubend. Und wie glücklich warst du mit dem zweiten Hauptkampf, Abu Azatar gegen Roman Krapanov? Weil der Roman Krapanov hat ja wirklich gezeigt, was für ein unglaublich zäher Kämpfer ist, aber er musste sich nachher durch die harten Kombinationen von Abu Azatar geschlagen geben. Hast du dir das auch so erwartet, dass das so ein Knaller wird? Weil ja in der Halle war, hat ja auch der Bär gesteppt. Ja klar, das war für mich auch als Zuschauer, als MMA-Fan, war das für mich der Main Event, definitiv. Mhm. Weil das ist ja so typisch wie von den 90er Jahren, so Royce Gracie gegen Ken Shamrock zum Beispiel. Das war wirklich, der Roman hat versucht, die ganze Zeit ihn zu Boden zu kriegen, teilweise hat ihn gekriegt, aber man hat gesehen, dass der Abu sich sehr gut vorbereitet hat, so extra auf diese BJJ-Kämpfe. Ja. Ja, und generell, was würdest du jetzt aber sagen? Was hast du jetzt in Zukunft vor? Willst du weiterhin expandieren? Dein Konzept jetzt so weiterhin treu bleiben? Was spielt dir jetzt für die nächste Veranstaltung vor? Kannst du schon irgendwas verraten? Ja, es ist das Gleiche, wie ich es letztes Mal gesagt habe. Wir werden öfters veranstalten. Wir werden in ein paar andere Städte jetzt gehen. Und falls jemand aufgepasst hat, wir haben keinen Superfight, keinen Titelkampf in Schwergewicht, 77 Kilo gehabt. Also, das ist die Richtung, in die wir jetzt gehen. Ja, das hört sich schon mal fantastisch an. Christopher, kannst du noch irgendwas den Leuten sagen, von wegen, wann die nächste Veranstaltung stattfinden wird, Christopher? Ja, das wird definitiv Anfang April sein. Ja, also müssen wir uns alle Anfang April schon mal rot im Kalender anstreichen. Komma komplett 9 kommt. Also, und wie gesagt, der Christopher, der paddelt nicht zurück, sondern der macht Sturmangriff. Der kommt jetzt in mehr Städte, mehr Fights, mehr Titelfights. Es geht steil bergauf. Die letzten Worte gehören dir, Christopher. Lad nochmal die Leute ein und dann bin ich raus. Also wie immer, ich bedanke mich für die ganze Journalisten, die ganze Zuschauer, die ganze Kämpfer und die ganze Trainer, die mich unterstützt haben. Ich bedanke mich für mein Team, weil ich glaube wirklich, je weniger das es macht, und desto mehr, dass ich überlasse an gut ausgesuchte Leute, desto besser geht das ja bei mir. Mhm. Also ich bedanke mich wirklich bei jedem, der das zu tun hat, der kämpft, und alle Zuschauer.
Ja, und wir bedanken uns für die super Zusammenarbeit. Ne? Wir freuen uns auch aufs nächste Mal, Christopher. Und wie gesagt, kommt vorbei, April, merkt euch. Und wenn ihr weiter schöne Interviews sehen wollt, wie jetzt gerade das mit Christopher Bob Roberts, kommt auf www.gnp-tv.de. Vielen herzlichen Dank. Danke dir. Super.